Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptographie. So, heute geht es um Block-Ciphers und ihr seht schon im ersten Wort, hier steht Electronic Code Block. Das heißt, ja, wir machen heute Block-Ciphers, wie ich es gerade gesagt habe. Okay, als erstes mal, wir wollen Nachrichten betrachten, das gilt jetzt für die ganze Zeit, deswegen na, schreiben wir es einfach mal oben drüber hier, das schieben wir ein Stückchen runter. Und wir wollen Nachrichten betrachten, M, und zwar Nachrichten, die Betrag, also der Länge L mal N sind. Na, ich mache ein D draus. D mal N, dann kann man es auch erkennen, weil nachher denkt noch jemand, das wäre eine 1 gewesen. Okay, unsere Nachrichten haben also immer ein Vielfaches der Länge N. Okay, wir wollen also mehr als nur eine Nachricht verschlüsseln im Prinzip, denn wir teilen dann einfach die Nachricht auf. So, also wir sagen, M wird aufgeteilt in M1 und M2. Ja. Und so weiter bis hin zu M, ach komm schon, MD. Das heißt, wir haben insgesamt nicht nur eine Nachricht, die wir verschlüsseln wollen mit Länge N, sondern wir haben D-Nachrichten der Länge N, die wir verschlüsseln wollen. Okay, dieses D ist natürlich flexibel hier, kommt drauf an. Und wenn unsere Nachricht einfach mal nicht der Länge D mal N entspricht, dann hängen wir einfach noch ein paar Nullen hinten dran oder ein paar Einsen hinten dran, so lange, bis wir eben unsere Nachricht dann auch wirklich haben. Also das ist einfach mal ob da, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Und ja, wir teilen die Nachricht einfach immer so auf. Okay, so jetzt zum Electronic Code Block. Achtung, der ist nicht sicher. Ich zeige euch auch gleich, wieso der nicht sicher ist. Aber zunächst einmal zeige ich euch, was das Ding überhaupt ist. Wir sagen, unser Chiffrat. Und das ist auch wieder was aneinandergehängtes, wie die Nachricht hier oben auch. Also wir haben ja M aufgeteilt in D-Unternachrichten, also in eine gewisse Anzahl an Unternachrichten sozusagen. Und jetzt rufen wir einfach unseren Pseudo-Zufallsgenerator immer auf, FK, und stopfen hier M1 erstmal rein. Dann hängen wir direkt hinten dran die Nachricht F von K, M2. Ups. M2, ich komme damit immer noch nicht ganz so klar. So, und so weiter und so fort. Und wir stopfen hier einfach wieder dasselbe rein mit F von K, M nach 3. So, warum zeige ich euch das, wenn es überhaupt nicht sicher ist? Und ihr seht wahrscheinlich auch, warum es nicht sicher ist, weil wir darauf nachher aufbauen werden. Warum ist das ganze Ding hier nicht sicher? Naja, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir hatten gesagt, dass unsere Verschlüsselung, also unsere Chiffrate einzeln, auf keinen Fall deterministisch sein dürfen. Weil wir sonst einfach diese Attacke hier oben durchführen können. Wo ist sie? Diese Attacke hier, die ich euch schon vor ein paar Videos gezeigt hatte. Und dadurch bekommen wir dann ja immer wieder eindeutig raus, ob wir gerade zweimal denselben Text reingepackt haben. Achtung! Diese Pseudo-Zufallsfunktionen, die dürfen durchaus deterministisch sein. Das heißt, das hier ist absolut unsicher. Nehmen wir einfach mal an, M1 ist dasselbe wie M2. Und, ups, hier muss übrigens keine 3 hin, sondern ein D. Entschuldigung. Und ja, dann haben wir eindeutig hier vorne den ersten Block von unserem Chiffrat, steht dasselbe drin wie in dem zweiten Block von unserem Chiffrat. Und dadurch lässt sich natürlich dann was sagen über diese Nachricht. Zum Beispiel, wenn wir über das Gehalt reden, dass die erste Stelle in unserem Gehalt vielleicht dasselbe ist wie die zweite Stelle in unserem Gehalt oder sowas. Das heißt, wir enthüllen hier Sachen über unseren Originaltext, über die Nachricht, die da drin stand. Wenn wir uns jetzt mal als Nachricht vorstellen, das Gehalt ist angegeben mit, ja, in Zahlen und jede Zahl wird einzeln für sich kodiert. Ihr wisst ja, eine einzelne Ziffer, also eine Zahl von 0 bis 9, die kann auch als Bitzahl dargestellt werden mit ein paar wenigen Bit. Und so könnte man zum Beispiel diese M1, M2 bis MD hin definieren. Das heißt, wenn wir hier ein Gehalt von 9999 haben, dann haben wir hier bei dem Electronic Code Block, haben wir hier dasselbe Chiffrat stehen wie hier und wie an der letzten Stelle, an der vierten Stelle steht auch nochmal dasselbe. Das ist natürlich dann ein Problem, denn dann wissen unsere lieben Angreifer, dass wir gerade überall an jeder Stelle dasselbe Gehalt stehen haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Super. Das heißt, das können wir schon mal in die Tonne kippen, denn wir brauchen was nicht deterministisches.
Also, was machen wir? Wir konstruieren uns was Neues. Und zwar nennt sich das Ding Cypher. Ups, das ist ja schon wieder. Das ist klein. Warum ist es so klein? Jetzt Cypher Block Chaining. Okay. Hier fange ich mal wieder an mit ein bisschen Bildchen malen. Und ja, Cypher Block Chaining ist eine sichere Version. Allerdings nur, also vorausgesetzt, dass F, das wir verwenden, eine echte Pseudo-Zufallsfunktion ist. Also, dass wirklich die ganzen Erwartungen, die wir an Pseudo-Zufallsfunktionen haben, auch wirklich gegeben sind. Aber das gilt sowieso immer. Also, wenn wir eine Nicht-Pseudo-Zufallsfunktion haben, dann haben wir sowieso ein Problem. Okay. Ach, komm schon, was ist denn hier los? Jetzt aber. Also, wir haben einen zufälligen Initialisierungsvektor. Mal wieder. Den kennt ihr wahrscheinlich noch. Und den nehmen wir. Und wir nehmen auch noch die Nachricht, deswegen ziehe ich das Ganze hier am besten mal ein Stückchen runter. Das brauche ich nämlich tiefer. So, wir nehmen die Nachricht. M1. Warum ist das jetzt hoch, bitte? Okay, wir nehmen die Nachricht M1 und die XORen wir jetzt miteinander. Also unser Initialisierungsvektor ist sozusagen ein zufälliges, geheimes Etwas. Und das wird jetzt hier zusammen geXORt. Komm schon. Das will mich gerade ärgern, so wie es aussieht. Okay. So, jetzt, was wir hier rausbekommen haben, ist natürlich jetzt nicht gerade effizient. Wir haben immer noch ein Random von n Bit bekommen. Allerdings, Achtung, wir brauchen nicht für die volle Nachricht einen Zufall, sondern nur für 1 durch d mal der Nachricht. Also quasi n muss der Schlüssel oder dieser Zufallswert hier lang sein und der Rest ist uns egal. Wir brauchen nämlich nur diesen einen Initialisierungsvektor und dann sind wir schon zufrieden. So, und das, was jetzt hier rauskommt, das XORen wir jetzt da drauf. Das XORen wir zusammen. Und das, was hier bei dem XOR rauskommt, das kommt in unsere Funktion rein. F von K, und dann eben das, was hier rauskommt. Dazu mache ich einfach mal einen Punkt rein, denn ja, wir wollen ja das Ganze hier als Schaubild machen. So, okay. Und das, was hier als erstes rauskommt, also das für die Nachricht M1, das ist unser Ciphertext 1, also unser C1. Das ist natürlich wieder hochgestellt, wie immer. Unser Ciphertext 1. So, jetzt haben wir aber D-Ciphertexte. Und was machen wir? Wir nehmen, kann man die noch irgendwie? Nein, kann man nicht. Natürlich nicht. Gut, dann geht es jetzt hier durch. Tut mir leid. Wir nehmen das, was hier unten rauskommt. Eigentlich könnte ich das doch auch so machen. So, wir nehmen das hier nicht nur als Ciphertext 1, sondern wir nehmen das hier gleichzeitig noch als neuen Initialisierungsvektor. Denn das ist ja relativ zufällig und beziehungsweise sieht so aus wie echter Zufall. Also kann das auch als IV benutzt werden. Und dann sagen wir einfach, okay, wir machen genau dasselbe nochmal, was ich hier gemacht habe. Wir nehmen Copy-Paste und tun das hierher. So. Und ihr seht schon, wie das Ganze funktioniert, da ich jetzt gerade Copy-Paste benutzt habe. Es ist immer dasselbe. Wir nehmen hier auch wieder, hab dich jetzt mal nicht so, M2 und stopfen das hier rein, XORen das mit dem, was hier, also mit dem Ciphertext 1, der hier rauskam, und packen das wieder in unsere Random oder in unsere Pseudo-Zufallsfunktion rein. Und hier unten kommt dann der Ciphertext 2 raus. C2 und so weiter und so fort. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren Ciphertext 2 wieder als Initialisierungsvektor für die Nachricht M3 und so weiter und so fort, bis wir hinten bei D angekommen sind. Und genau. Unsere Ausgabe ist dann ganz am Ende der Ciphertext C gleich. Und dann hängen wir hier einfach alle Ciphertexte wieder zusammen. Also C1, C2 und so weiter und so fort bis hin zu CD. Okay. So, jetzt bekommt unser Empfänger, beziehungsweise wir selber, weil wir ja hier im Symmetrischen sind,
bekommt genau diesen Ciphertext hier wieder zurück. Wie kann der jetzt die Nachricht wiederherstellen? Das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, dass wir dann an unsere Funktion fordern, dass sie umkehrbar ist. Also diese Pseudo-Zufallsfunktion, die muss umkehrbar sein. Auch das gibt's. Und es ist sogar normal, dass es es gibt. Es ist sogar fast wünschenswert, dass es das nicht gibt. Werde ich euch in irgendwelchen Videos später dann noch zeigen. Aber hier für dieses Cypher-Block-Chaining, also kurz CBC, brauchen wir, dass die Funktion umkehrbar ist. Und dann ist eigentlich das Entschlüsseln schon relativ leicht. Da sagen wir einfach mal DEC. Braucht natürlich den Schlüssel K wieder. Und es braucht den Cypher-Text C. So, und dann rufen wir hier einfach auf eine Unterfunktion DEC von K, C, C, ups, CI, so. Und das für alle verschiedenen, ach komm schon. Das für alle CI, die wir hier haben. Also wir rufen diese DECCI-Funktion für alle CI auf. Wir fangen bei CD an und gehen dann runter bis C1. Okay, so. Das bedeutet, wir brauchen noch diese Unterfunktion, die hier diesen hinteren Teil hier nur nimmt. Also dieses DEC von K, CI brauchen wir auch noch. Und die ist gar nicht mal so schlimm. Die macht nämlich nichts anderes als Folgendes. Ach. Okay, jetzt aber. Sie ruft Folgendes auf, nämlich die Funktion F. Aber, Achtung, jetzt brauchen wir was anderes, nämlich die Umkehrfunktion davon. Das heißt, wir invertieren sie. Das, was hier rauskommt bei fk, Punkt, oder generell, ich zeige euch einfach mal, was eine invertierbare Funktion ist, hier oben. F hoch minus 1, so wird die invertierte Funktion dann genannt, von k, c ist dasselbe wie m. Das heißt, wenn wir hier in die Funktion f von k, m reinstecken, dann kommt c raus. Also wir stecken quasi das Ergebnis rein und diesen Schlüssel k stecken wir rein und dann bekommen wir das, was wir ursprünglich mal reingesteckt hatten, bekommen wir als Ergebnis von f hoch minus 1 wieder raus. So, also wir rufen hier im Endschlüsseln, rufen wir f hoch minus 1 von k, ach Manno, von K und C I auf. Und dann XORen wir da, weil wir haben ja hier was geXORt, wir XORen hier den Ciphertext I minus 1 drauf. So, das sieht jetzt mega kompliziert aus. Ich scroll hier gerade mal ein bisschen tiefer, damit wir uns das mal genauer angucken können. Das sieht mega kompliziert aus, ist aber eigentlich voll easy. Wir machen einfach genau den Rückwärtsweg, wenn wir entschlüsseln. Wir nehmen das, was wir hier bekommen haben, dieses C2, rufen die invertierte Funktion auf, bekommen dann das Ergebnis von diesem XOR hier wieder zurück. Naja, und um dieses Ergebnis von dem XOR, beziehungsweise um hier die Nachricht M2 wieder rauszufinden davon, XORen wir hier einfach wieder das Chiffrat 1 drauf. Also für C2 jetzt mal gesagt. Okay, also XOR ist ja umkehrbar, das hatte ich euch schon ein paar Mal gezeigt jetzt. Und wenn wir hier das Chiffrat 1 drauf XORen, was wir hier haben, dann bekommen wir die Nachricht M2 zurück. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wenn wir das mit allen verschiedenen CIs machen, hier, also von D runter zu bis C1, und im Fall von C1 XORen wir den Initialisierungsvektor drauf, der einfach für uns als C0 gilt sozusagen, der wird hier übrigens noch übertragen mit der Initialisierungsvektor. Dann bekommen wir die komplette Nachricht wieder zurück. Okay, das war jetzt ein harter Brocken, gebe ich zu. Aber es ist gar nicht so schlimm. Schaut euch einfach das Schaubild an und geht, wenn ihr dechiffriert, geht ihr einfach den Rückwärtsweg. Okay, also immer die Pfeile einfach umdrehen und schon habt ihr es. Gut. Das war CBC, Cypher Block Chaining, und ja, nächstes Mal geht es weiter mit noch zwei weiteren Arten oder sogar drei. Ne, zwei sind es, glaube ich. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.